ihr habt heute die Bananenflanke zu Gast. Was läuft hier nicht nur heute, sondern gestern, morgen? Ja, gestern ist eigentlich losgegangen mit dem Feriencamp. Das haben wir jetzt mal veranstaltet mit den Bananenflankern. Da sind wir schon seit über einem Jahr in Kontakt und in Planung. Und ja, heute hat es in der Früh eine kleine Fragerunde gegeben. Der Benny Laut war hier, haben die Kinder natürlich gefreut. Als ehemaliger Nationalspieler haben sie ihre Fragen loswerden können. Der Michi Hoffmann, Jimmy Müller und der Markus Zierreis haben die Trainingseinheiten in der Früh geleitet. Und ich denke, die Kids haben da ganz viel Spaß. Jetzt haben wir Mittagspause gehabt gerade und jetzt geht es dann wieder weiter. Im Hintergrund hört man schon, es ist jede Menge los und die Kids haben sau viel Spaß. Die Grenzlinien verlaufen hier unmittelbar zwischen Oberfranken, das sind wir, und der Oberpfalz. Ich weiß nicht, sind 2-3 Kilometer. Manchmal hat man so ein bisschen Frotzeleien, aber hier, ne, der Markus Zierreis, Altstadtspieler, Michi Hoffmann, früher Bayreuther. Ihr habt euch ein bisschen bei den Oberfranken bedient für das Camp hier. Absolut richtig, ja. Der Jimmy Müller, mit dem haben wir es eigentlich ausgemacht, der hat sofort eigentlich an Markus gedacht, der ist jetzt auch neu dabei, ich glaube zum ersten Mal sogar. Bietet sich natürlich an, durch die Altstadt, ist nicht weit weg, und auch von uns hier in Tremmersdorf im Vereinsumfeld sind halt ganz viele junge Leute, die regelmäßig zu den Spielen gefahren sind, weil ich sag mal, dritte Liga hat man jetzt so arg in der Nähe, so viele Möglichkeiten, und deswegen nutzen sie die Möglichkeit und schauen sich da gerne Drittliga-Fußball an. Leider jetzt mit dem Abstieg, aber an uns hat es nicht gelegen. Aus der Oberpfalz ist da jede Menge Support gekommen, auch für die Spielvereinigung. Sehr, sehr gut. Freut sich Bayreuth. Und ich habe noch eine Frage. Du warst, oder also es ändert sich jetzt, habe ich gehört. Du bist in der Vorstandschaft des Vereins. Wie wichtig generell ist das Thema Jugendarbeit? Sehen wir ja, das braucht es. Ne? Kannst du ein bisschen, damit man den Basti auch noch sieht, du kannst schon nah bleiben, aber nicht direkt vom Bild. Wie wichtig ist das Thema Jugendarbeit? Ja, Jugendarbeit ist gerade für uns als Dorfverein natürlich extrem wichtig. Wir spielen jetzt Kreisliga, was eigentlich schon sehr hoch ist für, sagen wir, wir selbst sind so 600 bis 1000 Einwohnergemeinde, haben einen kleinen Einzugsbereich. Bei uns wird nichts gezahlt in der Kreisliga. Deswegen müssen wir uns eigentlich die eigenen Spieler, sag ich mal, heranzüchten. Wir müssen aber auch genauso, ich sage jetzt mal gesellschaftlich, einfach als Sportverein auch für die Gemeinde da sein. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten bei uns. Wir haben tatsächlich nur einen Fußballverein und Feuerwehr, sage ich jetzt mal. Und ansonsten gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten direkt bei uns in der Gemeinde. Und da haben wir von G bis A Jugend alles besetzt. Haben auch immer ganz viele Trainer natürlich am Start, die sich um die ganzen Kinder kümmern. Es sind immer so knapp 100 Kinder, Kinder und Jugendliche, die wir hier betreuen. Und ja, es freut uns halt, wenn wir mal mit so einem Feriencamp auch sollen wir die Eltern ein bisschen entlasten können. Sie können 3 Tage hier die Kids abgeben, die haben hier jede Menge Spaß und Bewegung. Und das macht uns selber dann als Verein auch immer wahnsinnig Spaß. Wir sind bei den Bananenflankern. Markus, was war da heute dein Job? Nicht Tore schießen, sondern beibringen, wie man Tore schießt, oder? Ja, tatsächlich muss ich da mal den Kids was beibringen. Das ist für mich auch ungewohnt, aber macht mächtig Spaß. Das ist das Wichtigste. Die Kids macht Spaß, wir haben ein überragendes Wetter, deswegen eine tolle Geschichte. Das ist ja auch so ein bisschen Ferienprogramm, das... Wenn wir jetzt die letzten 2, 3 Jahre zurückdenken, da hat das alles gefehlt. Ne? In dieser Corona-Pandemie mit Lockdowns, das ist gut, dass das jetzt alles wieder läuft. Ja, gerade man sieht ja den Andrang, was von den Anmeldungen reinkommen sind. Und das ist ja umso schöner, je mehr die Kids wollen sich bewegen. Wir bieten ein richtig gutes Camp an, würde ich jetzt mal sagen. Und da freuen sich alle drauf. Und das ist ja das Schöne dran, wenn es dann einfach die Bewegung, der Sport, der Spaß einfach da dabei ist. Michi, du gehörst ja quasi schon zum Bananenflanker-Inventar, oder? Wie lange bist du schon dabei? Ja, ich bin seit 2012 in Regensburg von der Verbindung her dabei und seit 2015 aktiv, seitdem wir Camps betreiben bzw. auch Benefitspiele. Was macht es für dich aus? Arbeit, Spaß, Training mit Kids? Richtig. Du sagst es, Arbeit, von allem aber auch Spaß. Das ist für mich das Entscheidende, vor allem wenn Kinder Ferien haben. Nicht überladen, sondern Bewegung und Übung macht es eben. Und nicht nur immer wieder ansagen, immer wieder nur vorgeben. Nein, Ideen der Kinder auch beobachten und dann eventuell korrigieren.
Wir hatten jetzt die letzten 2, 3 Jahre ein bisschen schwierige, teilweise überhaupt keine Bedingungen, weil es gar nicht möglich war, war eben verboten. Jetzt geht das alles wieder. Ganz wichtige Sache, denke ich. Ja, Gott sei Dank. Und man merkt natürlich, dass bei der Motorik, dass bei der Handlungsschnelligkeit einiges auf der Strecke geblieben ist. Und trotzdem, wenn man hier mit über 40 Kindern trainieren darf, dann muss man sich gute Übungen einfallen lassen, damit das auch wieder kommt. Und dann hat man die Dynamik, dann hat man Erfolgserlebnisse. Und das zählt eigentlich bei uns hier in so einem Feriencamp für die Bananenflanker am meisten. Eine Frage habe ich noch zu diesen spannenden Ligen, spannenden Entscheidungen. Wie hast du das alles verfolgt? Erste Liga, Meisterschaft, zweite Liga, Aufstieg, Heidenheim, HSV, dritte Liga. Du fieberst ja noch mit. Wie und wo hast du das alles miterlebt? Ja, in den letzten Tagen natürlich ein bisschen schwieriger durch die familiäre Situation, aber insgesamt krass, was an Dramatik in den Ligen abgegangen ist, was manche Vereine auch erleben mussten. Ja, meine Heimatvereine Bayreuth, leider der Abstieg und auch hier in Regensburg, leider der Abstieg. 60 München stagniert seit Jahren vor sich hin und von dem her ist das natürlich schon der moderne Fußball. Und du siehst einfach, man muss immer wieder machen, man kann sich auf nichts mehr ausruhen. Ich sage immer, wenn ich in die Historie zurückblicke, ziehe ich meine Motivation für die Zukunftsaufgaben daraus. Danke dir. Danke. Okay, super. So, die Bananenflanker in Tremmersdorf. Eins von wie vielen Camps? Was macht ihr so über den Sommer? Es ist eins von 5 Camps. Das ist das erste dieses Jahr. Wir haben noch eins im Pfingsten jetzt dann in Deuerlingen in der Nähe in Regensburg und sind dann nochmal in Luhe-Wildenau. Ihr habt euch für heute, ich glaube, der Michi Hoffmann ist öfter dabei, aber ihr habt euch wieder Oberfranken eingekauft. Spieler von der Altstadt, Markus Thiereis und eben Michi, der Standardprogramm, ne? Ja, das Schöne ist, dass wir sie nicht einkaufen mussten, dass die dann zur Bananenflanke immer gern kommen. Und das haben wir uns mittlerweile ganz gut erarbeitet. Und die sind ja immer dabei und es ist eine tolle Geschichte, dass wir da eben aus der Region auch jemanden haben. Was steckt hinter den Bananenflankern und dem Team Bananenflanke? Was sind eure unterschiedlichen Aktivitäten? Genau, wir haben ja die Bananenflanker Legenden, das ist mittlerweile die Legendenmannschaft. Der Benny Laut war ja auch da, der Michi Hofmann spielt immer, der Markus und ich sind ja noch aktiv, deswegen spielen wir noch nicht. Aber wir sammeln im Rahmen von Spielen von den Bananenflanker Legenden eben fürs Team Bananenflanke. Und das Team Bananenflanke ist eben ein Fußballverein für Kinder mit Handicap. Gibt es mittlerweile 18 Standorte in ganz Deutschland, unter anderem auch in der Nordoberpfalz. In Weiden gibt es einen Standort, in Regensburg, Landshut, also auch über Bayern verteilt. Genau, und die trainieren da wöchentlich und wir nutzen das quasi, um denen eine Plattform zu geben. Und das hier und heute ist aber jetzt sozusagen ein Ferncamp für alle, die Sport machen wollen, die Fußball spielen wollen. Genau, alle, die Sport haben, bei uns ist niemand ausgeschlossen. Jeder, der Lust hat und Spaß am Fußball, der darf vorbeikommen und sich anmelden. Ja, und ich glaube, die Kids haben Spaß. Das sieht man auf jeden Fall, dass die Spaß haben. Wir hatten ja letztes Jahr, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich glaube so ein paar Restpflichten coronamäßig waren noch übrig und jetzt ist das Gott sei Dank vorbei. Also das ist wichtig, dass das alles wiederkommt, dass jetzt die Bewegung wieder da ist, dass es keine Regeln mehr gibt, dass man wieder Kontakt haben kann, abklatschen kann und so weiter. Das braucht es, ne? Ja, ich glaube, das macht den Sport auch aus und es macht den Fußball aus, dass man da eine Emotionalität hat, dass man mal zusammen jubelt und dass man einen Spaß hat, dass man mal den Rasenspringer vielleicht kurz anmacht und das war in den letzten Jahren jetzt nicht möglich und jetzt ging es wieder, umso mehr freuen wir uns. Das mit der Holzstock nichts vorne. Lass den verteidigen! Schau mal direkt neben dir, schau mal frei. Direkt neben dir.